Es gibt 5 Sätze, die Ihnen unglaublich dabei helfen, einen neuen Job zu bekommen. 5 Sätze, die Sie in jedem Vorstellungsgespräch so richtig gut aussehen lassen. Diese Sätze ziehen sich durch alle Phasen des Vorstellungsgespräches. Ich werde sie Ihnen in diesem Video vorstellen. Mein Name ist Martin Wehle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und ich habe schon viele tausend Menschen in neue Jobs gebracht. Unter anderem durch mein großes Videotraining Bewerben mit Erfolgsgarantie. Jedes Vorstellungsgespräch beginnt auf die gleiche Weise, nämlich es beginnt mit der Begrüßung, es beginnt mit dem Smalltalk. Und wenn Sie da zu sehr an der Oberfläche bleiben, wenn Sie nur über Ihre Antwort reden, wenn Sie sich nur allgemein für die Einladung bedanken, dann tun Sie das, was alle tun. Ich empfehle Ihnen aber, die Begrüßungsphase für einen ganz besonderen Satz zu nutzen, den Sie so oder in einer Variante verwenden können. Und zwar lautet dieser Satz: Ich freue mich so richtig, dass Sie mich zu diesem Gespräch eingeladen haben. Damit geben Sie mir die Gelegenheit, Ihnen aufzuzeigen, wie ich Sie beim, zum Beispiel, Aufbau Ihrer Serviceabteilung unterstützen und zum Erfolg Ihres neuen Geschäftszweigs beitragen kann. Das klingt für mich nach einer spannenden Herausforderung. Das ist etwas ganz anderes, als wenn Sie allgemein sprechen, wenn Sie so auf die Stellenausschreibung eingehen, wenn Sie den Vorteil der Firma hervorheben, wenn Sie sie orientiert argumentieren, also gleich einmal sagen, was die Firma womöglich von diesem Gespräch hat. Und es ist natürlich auch gut, dass Sie Ihre Freude über das Gespräch betonen, denn so zeigen Sie, dass Sie motiviert sind, dass Sie sich von der Stelle und von der Firma angezogen fühlen. Und das vergessen sehr viele Bewerber, die sind nämlich nur mit sich beschäftigt, mit der stressigen Situation, statt nach außen zu zeigen, ich freue mich über die Einladung. Und da sind wir bei der nächsten Phase des Vorstellungsgespräches, und zwar bei der Selbstpräsentation. Hier begehen viele Bewerber einen schweren Fehler, und zwar fangen sie irgendwo bei Adam und Eva an, erzählen von ihrer Schulzeit, von ihrer Lehrzeit, von ihrem Studium. Das ist meistens für die Firmen nicht so interessant. Ich empfehle Ihnen folgenden Satz, und das bedeutet dann auch, dass Sie diesen Satz umsetzen, sich also auf die wichtigsten Punkte konzentrieren. Der Satz lautet: Wenn Sie einverstanden sind, konzentriere ich mich auf 3 Punkte meines Lebenslaufes, von denen Sie bei unserer Zusammenarbeit besonders profitieren können. Erstens habe ich schon während meines Studiums eine Projektarbeit über Servicequalität geschrieben und dabei mehrere Firmen begleitet. Dabei habe ich vielfältige Erfahrungen gesammelt, die genau zu dem passen, was Sie in Ihrer Stellenausschreibung betonen, nämlich dem Gespür für die individuellen Bedürfnisse des Kunden zum Beispiel. Sie gehen also so vor, dass Sie diese 3 Punkte ankündigen, dass Sie diese 3 Punkte nacheinander aufführen und dass Sie für jeden dieser Punkte ein Beispiel geben, und die anderen Informationen über Ihren Lebenslauf, die können Sie zwischen den Punkten einflechten. Und auf diese Weise können Sie einen Eindruck vermitteln, inwiefern Sie der Firma in dieser Funktion wirklich helfen könnten, erfolgreicher zu sein. Das ist wesentlich besser, als wenn Sie Ihren Lebenslauf chronologisch durchgehen, denn dann müssen Ihre Gesprächspartner mühsam herausfiltern, welche Relevanz hat das für uns, inwiefern hilft uns dieser Mensch weiter, indem Sie diese 3 Punkte in den Mittelpunkt stellen und Ihre anderen Informationen darum herum gruppieren, helfen Sie den Gesprächsführern, einen positiven Eindruck von Ihnen zu gewinnen. Und damit bin ich beim Frageteil. Das ist der Hauptteil eines jeden Vorstellungsgespräches. Die Firma stellt Ihnen Fragen, Sie müssen gute Antworten geben. Und eine der häufigsten Fragen ist die: Warum wollen Sie ausgerechnet bei uns anfangen? Und auf diese Frage können Sie zum Beispiel antworten: Ich habe herausgefunden, dass Ihr Unternehmen für Werte steht, die mir seit vielen Jahren wichtig sind. Deshalb spricht alles dafür, dass ich mich in Ihrer Firma wohlfühle und Ihnen einen großen Nutzen bringe. Zum Beispiel, jetzt fügen Sie was ein, haben Sie großen Mut zu Innovationen, was Sie auch durch das XY-Produkt bewiesen haben. Und wie wichtig mir Innovationen sind, das können Sie sehen an, jetzt geben Sie ein Beispiel, daher kann ich Sie optimal unterstützen bei. Das ist sehr, sehr effektiv, wenn Sie eine Werteübereinstimmung betonen und wenn Sie dafür dann auch ein Beispiel geben und bei diesem Beispiel zeigen, dass Sie sich mit der Firma, mit der Geschichte der Firma, mit den Werten der Firma befasst haben, so liefern Sie gleich auf 2 Ebenen wichtige Informationen.
Sie zeigen erstens, dass sie solche Gespräche gut vorbereiten und sie zeigen zweitens, dass sie Beispiele auf Lager haben und glaubwürdig sind in ihrer Argumentation. Und da sind wir jetzt bei der nächsten Phase, und zwar am Ende des Gespräches werden sie gebeten, eigene Fragen zu stellen, und viele Bewerber haben dann nicht richtig was auf Lager. Die fragen dann zum Beispiel, ja, mit wie vielen Leuten würde ich denn eigentlich zusammenarbeiten? Das kann man natürlich fragen, aber damit hinterlässt man keinen positiven Eindruck. Darum empfehle ich Ihnen folgende Frage. Angenommen, Sie entscheiden sich für mich, was müsste ich am Ende der ersten Woche erreicht haben, damit Sie überzeugt davon sind, dass ich genau die richtige Wahl für Sie war? Diese Frage ist aus mehreren Gründen stark. Erstens zaubern Sie eine positive Vorstellung über Sie in die Köpfe der Entscheider. Zweitens zeigen Sie, dass Sie einen hohen Anspruch haben, denn Sie wollen schon in der ersten Woche etwas bewegen. Und drittens spricht eine solche Frage auch für Ihr kommunikatives Talent. Das heißt, Sie punkten wieder auf allen Ebenen und Sie heben sich von durchschnittlichen Bewerbern ab. Und da bin ich bei der nächsten Phase, nämlich der Verabschiedung. Auch hier gibt es einen Satz, den Sie verwenden können, und ich empfehle Ihnen das Prinzip: Geben Sie eine Rückmeldung an die Firma, und wenn das Gespräch positiv gelaufen ist, dann sollte auch diese Rückmeldung positiv sein. Zum Beispiel können Sie sagen, ich möchte Ihnen eine kurze Rückmeldung geben. Es hat mir sehr gefallen, jetzt fügen Sie ein, was es ist, dass wir uns in einer so offenen Atmosphäre darüber austauschen konnten, was bei Ihrem Kundenservice noch verbesserungswürdig ist. Danke für Ihr Vertrauen, und ich würde mich so richtig freuen, wenn Sie sich für mich entscheiden. Dann kann ich das, worüber wir jetzt gesprochen haben, mit ganzer Kraft in die Tat umsetzen. Das ist richtig stark, dass Sie also in der letzten Phase des Vorstellungsgespräches erstens sagen, das Gespräch hat mir gut gefallen, dass Sie zweitens sagen, ich würde mich freuen, wenn ich den Job bekomme, und dass Sie drittens gleich von der Umsetzung sprechen. Sie reden also nicht davon, ich möchte den Job haben, dann bin ich zufrieden, sondern Sie sprechen davon, wenn ihr mich einstellt, dann setze ich genau das um, was wir hier besprochen haben. So redet jemand, der die Ärmel beim Arbeiten hochkrempelt, jemand, der zupackt. Und wenn Sie so argumentieren, dann haben Sie allerbeste Chancen. Und diese Chancen können Sie noch steigern, wenn Sie mein großes Videoseminar Bewerben mit Erfolgsgarantie nutzen. Dort erfahren Sie alles, was Sie im Vorstellungsgespräch tun können, um sich positiv von anderen Bewerbern abzuheben. Sie bekommen alle Tricks für eine perfekte Bewerbung mitgeteilt, und ganz viele Menschen, die davor vergeblich gesucht haben, die waren mit diesem Kurs erfolgreich. Ich bin so überzeugt von dem Kurs, dass ich Ihnen eine Erfolgsgarantie von 30 Tagen gebe. Testen Sie den Kurs ausführlich. Klicken Sie hier für Ihren neuen Job. Und jetzt freue ich mich, wenn Sie noch ein Video von mir anklicken, und zwar: Welche eigenen Fragen die besten im Vorstellungsgespräch sind. Wir haben es in der Infobox verlinkt und wir blenden das Video gleich noch ein. Abonnieren Sie diesen Kanal mit Glocke, dann bekommen Sie immer Nachricht, wenn ein neues Video erscheint. Schnappen Sie sich Ihren Traumjob. Bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Wehrle.